Herzlich willkommen hier wieder bei den Berlin News. Heute hat hier im Bundestag im Keller das Zahlenministerium entschieden, dass ab 2012 das Sprechen nach Zahlen in den U-Bahnen eingeführt wird. Ja, was ist Sprechen nach Zahlen? Hier ein kleiner Bericht dazu. Die Generation heutzutage ist einfach zu faul und hat deswegen auch keinen Bock zum Sprechen. Aber das Bundesministerium für Zahlen ist auf eine super Idee gestoßen. Denn sie haben die 250.000 Wörter, die wir im Sprachgebrauch am meisten benutzen, in 250.000 Zahlen umgeschrieben, die man nur noch auswendig lernen muss. Und danach muss man 250.000 Blätter beschriften. Und schon kann man loslegen. Hier ein kleines Beispiel. Eine Person, die generell keinen Bock zum Sprechen hat, probiert dies jetzt aus. Und das generell sehr, 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 sehr langweilig ist, eine Person mit einem grünen T-Shirt zuzusehen, die gerade Blätter auf den Boden schmeißt und darunter Hunger steht, blenden wir noch ein bisschen Musik ein. Musik bitte zur Kasse 1. Ich wiederhole, Musik bitte zur Kasse 1. Das waren die Berlin News von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.